Hallo Leute, herzlich willkommen zur Rennen in Shanghai, zum Rennen in Shanghai natürlich mit Gast Lotte und den Gast Benny. Juhu! Hallo! Gut, ich gucke ja bloß, weil ich Reifen, Benzinstrategie natürlich normal. Mal gucken, wo Sebastian Vettel ist. Das tut ich jetzt euch. Sebastian Vettel startet von Position 11. Und dann von der 12. Falls euch das interessieren sollte. Vielleicht. Nee, ist vollkommen ich wollte ja wissen. Gut. Mal gucken, in Malaysia bin ich ja nicht so wirklich schön durch die erste Kurve gekommen. Da hatte ich nämlich in einen Unfall verwickelt worden. Einen Start-Crash könnt ihr euch dann ansehen, sobald es oben ist. Also man nannte den Crash auch Burrito-Crash, weil damit sofort zu viel mexikanisch gegessen hatte. Ah, Burrito. Am Donnerstag dann. Wie immer 15 Uhr, jeden Tag 15 Uhr, außer Samstag und Sonntag. Da macht der Kopf nichts. Den ganzen Tag. Oh, was da denn? Bin ich. Was ist los? Ich bin ja ein bisschen. Ich bin ein bisschen weit rausgekommen und Button hat seinem Frontflügel hat sich dadurch leicht verabschiedet. Und dadurch hast du leicht eine Strafe gekriegt, ja? Ich habe keine Strafe und Benny, du mutest dich bitte, muten. Benny. Weil Benny wird nämlich gerade gebohrt und. Also nicht in sein Hintern, sondern im Haus. Irgendwo. Leute. Da, aber Benny wird nicht wieder verstehen. Oh, meint er wohl den Wind schon? Ach du Scheiße. Der Benny wird, wie gesagt, gerade gebohrt und. Sag einfach gebaut. Das passt. Gebaut, ja. Kann man nicht auf falsche oder perverse Gedanken kommen. Doch. Achso, Leute. Ich habe Lukas, ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe, übrigens wirklich geschafft, dazu zu bringen, Elfenlied zu töten. Na, er weiß noch nicht, dass es Elfenlied ist, er weiß bloß, dass es ein Anime ist. Ah. Weißt du noch nicht, ob das guckt? Ah! Das war mein Teamkollege, den ich da mal als Stütze benutzt habe. Sorry. Nicht schlimm, Daniel. Ja. Und mal gucken wir unsere Kacke? Nach Lukas oder was? Wir können gerne jetzt Lukas danach schon damit anfangen. Oh nö. Wir können. Komm, lass doch lieber nach Lukas. Ist das mir egal? Nein. Ich hab sowieso gerade plus einen Anime laufen mit Death Note 2. Ist egal. Jetzt danach spielen wir, weißt du? Ja? Contagion? Wow, eine Runde gemacht. Zweite Map. Ja, wenn ich schnell einen Server dazu finde. Also, mit der einen Map. Mhm. Ziemlich cool eigentlich, die zweite Map. Aber mehr sage ich jetzt nicht. Mhm. Der so, Sauber ist ziemlich gut. Der hält sich gut auf Position 3. Aktueller Zwischenstand, Daniel, in welcher Posi bist du? Ich bin 4, klebe im Getriebe von Kobayashi, also bei 3. Mein Teamkollege ist genau hinter mir, also bis jetzt wäre das, wenn es Ende wäre, ein gutes Gesamtergebnis. Platz 4 und Platz 5. 22 Punkte. Echt, das ist ja auch nix. Rennen 1 hatte ich verkackt, da war ich nicht in die Punkte gekommen. In Rennen 2 war ich 5. in Malaysia. Hab ich 10 Punkte geholt. Malaysia! Mein Ziel für diese Saison ist es, Weltmeister zu werden, natürlich. Ja. Mit dem Lotus machbar. Erst bei Lotus? Ich fahre bei Lotus, genau. Weil da sein Lieblingsfahrer mitmacht. Und sind die Autos denn auch wasserabweisend? Ah! Ah! Sind die vielleicht die Lotus-Autos aus Japan? Ah! Ja,
Aber Lotus, ja. Hallo. Chinesisch. Was ist daran Chinesisch, bitte? Chinesisch halt. Chinesisch Lotus. Halt. Du assoziierst da irgendwas mit, hast aber keine Ahnung. Assoziiert, haha. Klingt witzig. Klingt fast wie Asi. Ich sollte doch keine Fachbegriffe machen. Ich für Daniel, ich für Daniel, ich für Daniel. Wenn wir daraus irgendwas interpretieren, dann, oh, das könnte vielleicht das sein. Dann, nee, übrigens habe ich mich an Kobayashi schon vorbeigetrainiert und bin Dritter. Chill, willst du Kuchen? Und Keks wäre mir lieber. Also sagen wir, Schokokuchen ist, nehme ich das auch gerne an, danke. Wisst ihr beide aus dem Kopf, wie viele Coins ihr gerade habt? Oh Gott! Ein Curfew war meinst du, oder ja, was meinst du, Coins? Ja, 2000, wieso? Ja, keine Ahnung, mir kommt es gerade vor, es wird nicht mehr. Es wird einfach nicht mehr. Ja, kommt mir aber auch so vor, ich hab 3500 und ein bisschen was. Ja gut, du gehst ja dann auch immer in Dingsräume rein, ne? Ja. Mach ich ja gerade gar nicht. Aber das, was ich in, was in zwei Spielen verdienst, gibst du in einem aus. Das ist scheiße. Ja, ich habe damit auch eigentlich schon weniger. Das, aber in solchen Matchen verdient man auch ziemlich viele. Auf solchen Server, auf solchen Multiplayern, Multiplayer-Server, hammergeil. In solchen Achterräumen kriegt man auch, wenn man Glück hat, ein bisschen mehr Münzen als wie normal. Habe ich so festgestellt. Als wie? Als wie, genau, als wie. Nee, nee, Daniel. Was hat 10 Jahre Schule, jetzt sogar fast 11 Jahre und... Liegt gleich an deiner neuen Deutschlehrerin, ja? Fast 11 Jahre? Ja. Hochschule ist ja auch Schule. Glaub, ich werde dir nach dem Part erzählen, was wir in den letzten Stunden gemacht hatten. Das dauert kein. Kannst du ruhig jetzt bloß so. Will ich aber ehrlich gesagt nicht erzählen jetzt. Warum nicht? Ist es nicht witzig? Ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich das jetzt erzähle. Wenn du keinen Namen nennst, kannst du viel labern, wie du willst. Ach, scheiß drauf, erzähl es jetzt. Ich hatte da irgendwie das Gefühl, dass wir uns jeden Part über Hitler und rechte Dinge unterhalten haben. Ja, und Nazi-Scheiß. Das kommt da auch vor. Und Spaß, jede Stunde erzählen wir da die Hälfte des Blogs. Die Hälfte des Blogs irgendwie über rechte Dinge und Nazi-Scheiß oder so. Und du hast den S-Genitiv verwendet. Ich bin erstaunt, Daniel. Ich hab jetzt ein bisschen gewusst. Ja, oder überlegt, wie ich es formuliere. Du hättest ja nicht sagen können, die Hälfte des Blöcke. Ja. Was? Und den zweiten Teil des Blocks machen wir, haben wir irgendwie ruhig Unterricht gemacht. Also das ist beste Lehrerin ever. Warum ist sie Deutsch, ja? Die kam einmal in unsere Klasse rein und hat. Die kam in unsere Klasse rein? Alter. Ja. Was für eine Lehrerin? Frau Hille, weißt du doch. Oh, jetzt hast du einen Namen genannt. Oh fuck! Scheiße! Oh, Daniel, wie. Das hast du nicht gemerkt? Das ist Lukas aber auch schon passiert, hat auch schon meinen Namen von der Lehrerin genannt. Ja, meine Lehrerin heißt doch Hille, jetzt muss ich nochmal betonen. Frau Hille heißt sie. Betonen Frau Hille. Ja, ja, die kam einmal in unsere Klasse rein und hatte erstmal lautstark betont, dass wir Film gucken. Und sie hat es probiert, es funktioniert alles. Der Film Der Führer läuft, hat sie als allererstes gesagt. Der Führer läuft. Und ich dachte, what the fucking hell geht mit der ab jetzt? Wir haben dann den Film Der Türke geguckt. Ging so ein bisschen um schwarzer Humor ja, und so. Das war auch irgendwie ganz chaotisch. Die Boxencrew erwartet dich am Ende dieser Runde. So, in dem wir welche haben.
Ach so, Lehrerin ist eigentlich ganz chillig, aber wenn Prüfung ansteht, dann will ich lieber lernen, anstatt irgendwelche Schmerzen zu labern. Das ist jetzt meine größte Sorge, aber da ich noch keine Prüfung habe, kann sie von mir so viel schwatzen, wie die will. Und wir haben bis jetzt bei ihr nur Vorträge gehalten, also richtige Vorträge. Ja, denkst du, dass die Prüfung dann auch schwer wird? Also das, was wir einen Stoff für dieses Jahr haben, ist alles bloß Wiederholung. Das haben wir alle schon drauf. Das hat uns alles erzählt und so. Deswegen wird es wahrscheinlich auch nicht so viel machen. Genauso wie Englisch. Ich hatte noch bis jetzt, das erste Halbjahr ist jetzt fast um. Ich hatte noch kein einziges Mal Englisch gehabt. Ich habe die Lehrer noch nicht einmal gesehen. Warum nicht? Weil die anscheinend krank ist. Immer Vertretung oder was? Die Freistunde hatten wir dann, ja. Wir haben meistens dafür immer Lernfach 1. Irgendwie haben wir bloß mit dem Lehrer Vertretung irgendwie. Der kann sich das mit dem Englisch ja nicht bessern, Daniel. Ja. My English is not very the best. Lass es einfach. Aber du hast mal Kurfi über welchen Missschreiben auf Englisch, ja? Na, wenn mich einer was auf Englisch fragt, muss ich doch irgendwie halbwegs auf Englisch auch antworten. Ich kann eigentlich auf Chinesisch antworten. Übrigens ist die Hälfte des Rennens jetzt vorbei. Runde 7 von 14 ist jetzt. Und okay. Ich wechsle gerade auf die harten Reifen. Weil den Daniel versucht dann immer irgendwie zu flamen oder irgendwie zurückzuhören, ja? Ja, aber er schreibt dann irgendwas, was überhaupt keiner versteht. Ja. Du kannst wieder auf die Strecke fahren. Strecke ist frei. Gut, achte an. Pass auf deine Reifen auf. Dein Vordermann hat die Weichen. Ach ja. Könnte schwierig werden, in diesem Stint die Lücke zu schließen. Vier Sekunden Rückstand, gib Gas. Was kann man so. Erzähl du mal ein bisschen was. Was diese Lehrerin, dessen Namen ich genannt habe, bei dir so macht, Leute. Also in letzter Zeit haben wir nur so eine Vorträge gemacht. Wir beide mit der gleichen Lehrerin, aber dann jetzt die Berufsschule und Glocke ist nicht Berufsschule. Ja, es ist egal, ja. Das ist dieselbe Lehrerin, aber mit der haben wir bis jetzt, was heißt bis jetzt, wir machen gerade nur Vorträge, freies Thema. Zwei gekriegt, nicht zum Glück. Freies Thema. Na, einen Vortrag halten über ein beliebiges Thema, was du gerade Lust hast. Also bei dir wird es dann meistens Anime Alter, oder so sein. Das hatte ich noch nie freies Thema. Ja? Deswegen habe ich das Thema genommen, was ich am besten kann, nämlich Animes, ja? Und ehrlich jetzt? Klar, ich habe zwei gekriegt. Was hast du da erzählt? Ach, alles Mögliche über Mangas und Animes, so der Art, Genre, oder wie es ausgesprochen wird. Ja. Genres. Oder wie auch immer. Ja. Und. Ja. Schön Wikipedia jetzt oben oder was hast du? Nee, das meiste wusste ich schon. Das meiste wusste ich schon. Das meiste wusste ich aber echt schon. Ach, das gibt's doch nicht. Ein beliebiges Thema. Aber wenn das heißt freies Thema, dann kannst du ja alles machen. Da kannst du auch über ganz spezielle, spezifische ja, Sachen machen. Ja, du kannst über jeden Mist labern. Hauptsache, du machst einen Vortrag darüber. Mhm. Oh Gott. Das heißt, oh Gott, das ist eigentlich geil. Die Schule hatten wir das nicht, also in Realschule, freies Thema. Ja klar, das ist geil für euch. Aber das bringt das. Na, das soll ja nur dazu gedacht sein, freies zu sprechen. Das hier sollten wir üben. Dafür im Vortrag hast du auch nicht. Ja. Naja, ist ja egal. Und du könntest dir auch einen Vortrag halten über Sexualverhalten, ja, von Erdmännchen oder was. Ja, einer hat zum Beispiel über 30 Minuten lang über einen Drogenbaron geredet, sag ich gedacht, oh Gott. Du hast über einen Drogenbaron? Ja, aus das Land, Kolumbien, glaube ich. So ein ganz bekannter, ich weiß nicht mehr den Namen. Ach, El Juan hier oder was? Kann sein, also der ist schon tot. Der ist schon tot. Keine Ahnung, ich hab gerade einen Namen getan. Ja, ich weiß nicht, ob der so hieß. Irgendein berühmter, der ist aber zu tot. Ah, fuck. Berühmter. Ja, es ist auch ein ganz schönes Gewerbe, so Drogenbaron sein, ne?
ein berühmter. Ah, der war wirklich berühmt. Der hat Milliarden von. Bekannt, sagen wir nicht berühmt. Der hat Milliarden von Dollar gehabt und hat sich damit immer Luxusbilder gekauft mit Freizeitparks und Zoo drinne. Also die lange Gerade macht sich echt gut, um einen Schluck zu trinken. Das ist echt dann, gut. Und dann vergesst Bremsen und Erfolg in die Wand crashen. Okay, dein Vormann Prost Mahlzeit. Prost auf jeden Fall. Prost. So, noch gute 5 Runden. Ich kann volle Leistung geben. Komm auf den Knopf für Kamera wechseln. Entschuldigung. So, 1,5 Sekunden auf Weber. Also den kriege ich auf jeden Fall noch. Komm, Raikön, du überholst Kobayashi ja noch. Klebst doch schon direkt hinten dran. Kannst dir es benutzen. Aber ja, wenn ich auch keinen Plan machen soll. Wir können irgendwas Sinnvolles machen, aber ich meine jetzt mal abgesehen davon, ja. Ich habe überhaupt auf nichts Lust und so. Das, ich weiß nicht, das ist ganz komisch. Du kannst Leute dazu überreden, Hedgehogs mal auszuprobieren. Ja, das könntest du ja machen. Aber ansonsten, ich meine, die Nachricht gestern erstmal, dass mein Laptop erst übernächste Woche wahrscheinlich oder so ankommt, weil das 3 oder 5 Tage dauert, den erstmal zu bauen und nochmal 2-3 Tage verschicken. Oh, Alter. Das hat mich erstmal ernüchtert. Das heißt, ich habe mindestens noch 3, in Anführungsstrichen, Kurzkontrollen und eine Klausur, bis überhaupt die Chance besteht, dass der ankommt. Da habe ich sowas von keinen Bock drauf. Neue schnellste Runde von mir, 1:40.057. So, da bin ich besser aus der Kurve rauszukommen. Neben Weber. Ah, da hat er später gebremst. Jetzt mit voller Kersbauer. Alter, warum bin ich in den Kurven immer außen? Aber diesmal komme ich vorbei und habe mir Position 2 geschnappt. Yeah. Yeah, super. Jetzt habe ich Hamilton vor mir. Mit einem ziemlich großen Abstand leider. Scheiße. Scheiße. In meiner Keller liegt eine Leiche. Geil. Bist du Leichenhändler oder was? Verkaufst du es jetzt? Leichenhändler? Oh, da komm ich raus. Und da fährt sich Weber seinen Frontflügel leicht ab. Jetzt hat er DRS, oder? Jetzt hat er DRS, jetzt fahre ich in seinen Windschatten, aber er zieht natürlich trotzdem mit. Ah, ich muss Erster werden, um die Erwartungen zu erfüllen. Ja. Wehe, du wärst Erster, wehe, du wärst nicht Erster. Da gibt's keinen Kuchen für dich. Oh, Weber, was machst du denn nicht, du? Ich muss mal nimm das rein. Mal voll gut in den Pöller mit. Hm? Vorschlag? Weiß ich nicht, ich hab grad Weber wieder überholt. Zum zweiten Mal. Oh Mann. Das Auto hinter dir hat einen leicht beschädigten Frontflügel. Schaden am Frontflügel. 13 Sekunden auf Hamilton. Ob ich das aufhole, glaube ich nicht. Weber ist dir dicht auf den Fersen. Versuch dich abzusetzen. Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Durch auf Power eine Beschäftigung. Komm schon, da halt ich den. Ja, ich hätte genug zu tun, aber nein, das wäre nicht. Ja, wir müssen uns eine Beschäftigung überlegen.
Wir hätten auch einfach mal zusammen ein Spiel kaufen können bei den Weihnachten, dass wir alle hätten spielen können. Das ist aber das Problem mit Benny mit seinen Hyper Extreme Gamer PC, den er bis jetzt hat. Und was hat er so einen schlechten PC? Hat nicht mehr gekriegt. Das muss ja nicht mal ein Spiel sein, das jetzt gerade neu rausgekommen ist, sondern jetzt schon, was schon 5-6 Jahre alt ist oder so. Sag mal deine RAM-Leistung, ich glaube, dann versteht das schon. Ja, 1 GB ist schon. Du hast 1 GB RAM. Naja, bald hast du ja den besten. Bald ist ja dein. Kommt ja dein. Hier. Gamer-Laptop, der ist. Von der RAM-Anzahl doppelt so gut wie unser PC. Ja. Ich würde fast schon sagen, dass er besser ist als unser. Dass dieser Laptop besser sein wird als unser PC, den wir im Moment haben. Ja, aber das ist unser. Ihr habt ja alle verschiedene, aber zumindest so ein paar Eckdaten höher. Ja, 8 GB RAM. Ja, RAM-Leistung, aber das hat ja dann, kommt ja auf den Prozessor an. Ich weiß nicht, was Tobis PC hat, aber auf jeden Fall ist mein Laptop dann schon mal über Tobis Laptop. Sagen wir mal so. Aber ich habe mir auch dann, soll dann auch mein PC ersetzen. Ich kaufe mir nicht zwei Sachen. Tobi und ich werden uns dann auch, sobald wir das nötige Geld und so alles ungefähr zusammengespart haben, uns auch einen neuen PC kaufen, und zwar nämlich genau denselben. Tobi und ich dann mit Einheits-PC. Ich kann euch die Eckdaten jetzt gar nicht so wirklich sagen. 16 GB RAM, Prozessor weiß ich jetzt leider nicht, zwei Festplatten, eine, heißt das SSD-Festplatte? Kennst du dich da ein bisschen aus, Leute? Ja. Eine SSD und eine HDD-Festplatte. Könnt ihr schreiben, SSD-RP. Ja, ich weiß nicht so wirklich. Und ach, waren gerade Platten. Jedenfalls 2 Terabyte. Ja, Festplatte ist ja erstmal vollkommen egal. Grafikkarte hier, die neueste. GeForce. Neueste. Da kommt schon was Geiles zusammen. Ich würde so schätzen, dass ich so ungefähr nächsten Monat, so Februar, März, das Geld dann zusammen habe. Und Tobi und ich werden uns den dann gemeinsam kaufen. Gleichzeitig. Und dann mache ich mich ab zu Tobi und dann wird zusammengebaut. Ach, er kommt euch einzeln. Fände ich scheiße. Also Tobi hat die Seite, wo der PC ist und... Ja, ne, die Seite, ja, zusammen wollen wir trotzdem oder so. Also Tobi kriegt das hin, hat er gesagt. Ja, hat er gesagt. Sonst kenne ich da auch Leute, die helfen können. Leichter Reden beginnt. Ja, wenn ich einen PC habe, weißt du, dann will ich... Wenn die ja zusammenbauen, also das wirst du ewig gucken und dann funktioniert irgendwas nicht und dann habe ich keine Garantie, warum keine Fragen, weil halt ganz einfach der PC, ja, weil das ja ich selbst damit gebaut habe und mein eigener Fehler sein kann, dann will ich lieber den dann fertig haben. Ja, naja. Und Tobi hat es ja auch so, der hat seinen PC eingebaut, seinen jetzigen hat er auch zusammengebaut, also Einzelteile bestellt, weil er sagt, da kommt er besser weg, hat aber jetzt überhaupt keine Kühlung. Hat kein Ventilator, kein nix. Das stimmt. Ich fahre gerade eine schnellste Runde nach der anderen, also... Das Rennen jetzt hier noch 5 Runden länger wäre, würde ich an Hamilton so irgendwann rankommen. Aber ich bin ja jetzt leider schon in der letzten Runde. Passiert schon mal. Also ich muss echt mit Tobi nochmal über das Thema Kühler und Ventilator bei dem PC dann reden. Ich baue einfach 5 Stück rein, oder reicht das schon? So wollte ich eigentlich, für einen Kunden haben, so eine Ahnung, wie, was er kosten soll, ne? Für 1000 Euro. Ja, Tobi hat ja da schon, Tobi hat ja den ich ja gerade gesagt habe, der kostet... zwischen 1000 und 1100 kostet der, glaube.
Aber na, gleich 9 PC kaufen ist Schwachsinn. Du musst einfach bloß Teile nur ersetzen. Da kommst du viel, viel billiger davon weg. Ja, Tobi meint bei sich, nein. Du musst das erhöhen und das erhöhen und das erhöhen. Dann hätte das ja eigentlich viel Geld von dir. Ja, es ist trotzdem günstiger, als wenn du jetzt einen 9 PC kaufst. Naja, auch nicht. Weil ich weiß ja nicht, wie viel RAM wir haben. Wenn er jetzt 16 RAM zum Beispiel haben will, das kostet, ich weiß nicht, wie viel das kostet, aber... Wie viel hat er denn, Daniel? Weiß ich nicht. Ich glaube, 4 hat er, oder? Tobi hat auch 4, ja. Nein, ich meine euer zukünftiger. Und unser zukünftiger hat 16. Hervorragende Leistung, ja, ganz hervorragend. Ja, 16, ach, keine Ahnung, kostet auch schon zu 200 bestimmt. Vielleicht sogar noch mehr. Grafikkarte, ja. Ich möchte gerne stören, aber wir drücken auf das Gesamtergebnis. Lewis Hamilton gewinnt vor mir. Und Mark Webber, gefolgt von Kamui Kobayashi und auf Platz 5 mein Teamkollege im Lotus Kimi Räikkönen. Die anderen deutschen Platzierungen sind Nico Hülkenberg auf der 6, Schumi auf der 9, Vettel auf der 11, Rosberg auf der 13 und Hülkenberg auf der 22. Gut, drücken wir noch einmal auf die Fahrer-WM. Dort führt Alonso vor die Fahrer-WM, also... Egal, ja, red weiter. Alonso vor Button, mir und Schumi. Dort ist mein Teamkollege auf Position 8. Und in der Konstrukteurs, in der Teamwertung, ist McLaren Mercedes vor Ferrari, Mercedes und unserem Lotus-Team. Gut, dann war's das jetzt von dem dritten Saisonlauf und wir sehen uns im vierten Saisonlauf in... Kein Plan in Bahrain, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Dann wieder. Ciao. Tschüss.